Hallo, zurück im Krafthaus. Heute will ich euch ein bisschen was am Speedback zeigen. Das ist ein tolles Trainingsgerät. Viele fragen mich, wie kann man damit arbeiten und wofür ist das eigentlich überhaupt? Bevor ihr mit dem Speedback-Training beginnt, macht euch vorher einen Plan, was wollt ihr machen, welche Kombination wollt ihr üben, wollt ihr Einzelschläge, Doppelschläge, alles zusammen machen. Macht für euch zum Beispiel immer eine Minute lang eine bestimmte Übung, dann eine kurze Pause, beispielsweise 10 Minuten und dann macht ihr die nächste Übung. Damit ihr vorher auch genau wisst, so soll mein Training aussehen und fangt nicht einfach an, ein bisschen an dem Speedback zu arbeiten und wenn ihr dann Langeweile habt oder keine Lust mehr habt, hört ihr auf. Immer zielgerichtet und nach einem Plan arbeiten. Das Gerät ist auf jeden Fall dazu da, eure Hand-Augen-Koordination zu schulen, eure Schnelligkeit, die Reaktionsfähigkeit, euer Timing und super könnt ihr damit die Kraftausdauer in eurer Schultermuskulatur trainieren. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig, wenn ihr ein bisschen damit gearbeitet habt, dann kommt man relativ schnell damit voran und dann hat man auch schnell Erfolge damit. Ich zeige euch jetzt nochmal an der Birne, wie ihr anfangen könnt, wenn ihr damit noch nie was gemacht habt, damit ihr erstmal ein bisschen in diesen Rhythmus reinkommt. Der Ball bewegt sich immer nach dem Kontakt mit meiner Hand dreimal gegen die Platte. Einmal hinten, einmal vorne, einmal hinten und dann bekommt er den nächsten Kontakt. Das kann ich jetzt mit einer Hand erstmal vormachen. Ihr seht, ich schlage hier mit der Seite meiner Hand, das ist ein bisschen weicher und damit brauche ich auch nicht ganz so präzise schlagen. Wenn einem das noch zu schwer fällt, kann man auch erstmal, um diesen Rhythmus zu bekommen, am Anfang einfach ein bisschen mit der offenen Hand arbeiten. Damit könnt ihr den Ball noch etwas besser steuern und ihr kommt erstmal in diesen Rhythmus rein. Dann mit der Seite immer sanft schlagen. Immer sehr sanft schlagen, damit er nicht zu schnell wird, wenn er hart schlagt, dann hat er sofort Geschwindigkeit drauf und dann fällt es euch meist am Anfang schwer, den zweiten Treffer zu setzen. Ich nehme erstmal nur meine rechte Hand. Dann übe ich mit meiner linken Hand. Wenn das einigermaßen läuft, dann fange ich an, mit meinen Knöcheln zu schlagen. Ich kann dann, wenn ich mit meinem Knöchel schlage und ich merke, dass er nicht mehr genau gerade läuft, sondern dass er zu so ausschlägt, kann ich wieder den in die richtige Richtung bringen, indem ich wieder mit der Seite der Hand schlage. Ich wechsle jetzt einfach mal ein bisschen mit den Knöcheln und mit der Seite meiner Faust. Das gleiche kann ich mit der anderen Hand machen. Wenn ich das mit meinen einzelnen Händen machen kann, dann kann ich sagen, ich wechsle die Hände auch ab. Wenn ich die Hände wechsle, dann versuche ich, beide Hände immer möglichst weit oben am Kopf zu halten, dass ich nach dem Schlag die Hand nicht weit nach unten nehme. Erstmal erinnert uns das und schult uns das, unsere Hände sowieso oben zu behalten im Boxkampf. Und außerdem sind wir, wenn wir die Hände oben behalten, immer näher an dem Speedback wieder dran, sodass wir nicht von ganz weit unten die Hand hochziehen müssen und viel Zeit verlieren, sondern beide Hände sind nah am Speedback dran und wir können besser und schneller die Treffer setzen. Ich arbeite noch mal kurz daran mit wechselnden Händen. Und um da ein bisschen Spielereien reinzubringen, kann ich jetzt zum Beispiel wechseln, dass ich sage, ich arbeite zweimal mit der rechten Hand, zweimal mit der linken Hand, das im Wechsel. Oder ich mache Dreier, ich schlage dreimal mit der rechten Hand, dreimal mit der linken Hand. Ich kann dann auch unterschiedlich wechseln, dass ich halt mit den Knöcheln schlage oder dass ich mit der Seite schlage. Ich wechsle das jetzt einfach mal ein bisschen durch von einzelnen Single Stroke sozusagen zu Double Stroke zu Triolen wechsle ich über und das kann man nachher selber wechseln, wie man möchte.
dass man jetzt so einfache Arten daran zu arbeiten. Man kann sich das auch noch etwas schwerer machen, indem man zwischendurch Dubletten schlägt. Das heißt, dass ich ab und zu mal einen Schlag bringe mit der zweiten Hand dazu und nicht diese drei Berührungen zwischendurch habe, sondern dann gleich nach einer Berührung die nächste reinbringe. Da kann man dann auch anfangen, dass man sagt, okay, man startet mit der linken zuerst und schlägt gleichzeitig die rechte hinterher, oder ich starte mit der rechten und schlage sofort die linke hinterher. Dadurch wird der Ball dann noch schneller. Ich zeige euch das mal. Dann gibt es noch spezielle Sachen, die man machen kann, dass man zum Beispiel auch Haken schlägt. Da würde ich dann vier Berührungen oben zulassen. Das heißt, die eine Hand kommt von links, die andere Hand kommt von rechts. Das kann ich nochmal versuchen vorzumachen. Und so weiter und so fort. Und wenn ihr euch zwischendurch mal lockern wollt und die Hände ein bisschen entspannen wollt, dann könnt ihr auch zwischendurch Pressschläge machen, dass ihr einfach sagt, okay, ihr kommt nicht so gut in den Rhythmus rein, der springt immer wieder raus und ihr wollt ein bisschen auflockern, dass ihr einfach sagt, die Birne bewegt sich und in dem Moment, wo die Birne oben am Rand ist, schlagt ihr einfach einen Pressschlag rein. Das ist auch nochmal für die Reaktionsschnelligkeit. Passt auf, dass ihr euch da nicht die Brüste kaputt schlagt. Und dann, wenn ihr euch wieder ein bisschen gelockert habt, dann könnt ihr weiterarbeiten mit euren normalen Kombinationen, was auch immer ihr dabei machen wollt. Let's do it.